Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Anno 2070 im Multiplayer mit Exabyte, der hier gerade mit einer Ölpest zu kämpfen hat. Ha! Karma! Warum? Ich habe nichts getan. Ja, schwarze Seele, schwarzes Wasser, so einfach ist das. Ist klar. Ja, ist klar. So. Erstmal, ich muss mich hier verteidigen. Ja, erstmal werde ich hier von einer schrecklichen Energiepest wieder heimgesucht. Ja. Auch noch die Ölpest. Na, total inakzeptabel, wenn du mich das, fragst. Das ist alles verdient. Sehe ich nicht so. Doch. Hey, cool, soll ich dir was sagen? Was? Sind angeblich immer noch mit 120%. Wegen deiner Steuerungsmodule. Ja, schön. Tun sie aber nicht wirklich. Die produzieren nur noch mit, keine Ahnung, wie viel. Wahrscheinlich ungefähr so. Ja, so ungefähr so, hm? Vielleicht mit null. Ja, also das Rädchen dreht sich noch. Das heißt, sie produzieren irgendwas. Ich verstehe. Und wie sieht es mit der Pumpe aus? Haben wir. Wunderbar. Ja, damit. Gut, so, was werde ich jetzt benötigen? Ich brauche jetzt erstmal 20 Maintenance Units. 20 Stück. Ja, 20 Stück. Och, die kosten ja Munition und Kerosin. Weiß ich ja gar nicht, was ich davon halten soll. Okay, Munition habe ich. So, für mich ist jetzt natürlich die Frage, warum ist meine Bürgerproduktion so niedrig? Beziehungsweise warum habe ich so wenig Bürger? Frage habe ich mir auch gerade stellen müssen. Bei mir lag es aber daran, dass das Schiff einfach nicht genug Ladekammern auf der Handelsroute zugewiesen bekommen hat. Ja, bei mir müsste es aber eigentlich alles passen. So, schauen wir mal. Also, ich habe 6 Bürgerproduktionsanlagen. Und die reichen theoretisch aus, um nicht genügend Leute zu versorgen. Okay, gut. Ja, ich muss meine Bürgerproduktion aufstocken. Ah ne, hier habe ich ja. Ich habe ja 9 Anlagen. Stimmt, ich habe nicht 6, sondern 9. So, das heißt, ich könnte theoretisch 5000 T2 Leute versorgen. Oder 6500 T3. Und wenn man beide zusammenrechnet, ja, das passt eigentlich. Also ich dürfte keinen Bürgermangel haben. Vielleicht sind das noch Nachwirkungen von der Ölpest zum Anfang der letzten Episode. Natürlich war es eine. Ja, und dass sich das jetzt langsam wieder erholen wird. Gut, ändert nichts daran, dass ich hier Kerosin brauche. Ja gut, das kannst du ja einfach auf der Ölinsel machen. Das habe ich auch vor. Das ist auch schon wieder so ein hübsches Layout, ne? Einfach das Carbon-Layout, ne? Ja, beziehungsweise Carbon. Da kann ich einfach irgendwelche ganz normal irgendwo hinsetzen. Carbon brauche ich ja tendenziell häufiger als Kerosin, deswegen werde ich das nicht anrühren. Aber für die Zeit, wo die Kerosinfabriken passen ja perfekt an dieses Carbon-Layout rein. Ich weiß, weißt du was, ja. Ich mach das jetzt einfach. Warum ist die Ökobilanz hier so schrecklich? Ach so, die Öl. Oh. Ja, da war ja was. Was? Ölpest? Ja, die sollte jetzt hoffentlich mal bald beseitigt sein, weil ansonsten geht's hier nicht vorwärts. Ja, es kann jetzt noch einen kleinen Tick dauern. Ich finde doof, dass du nur ein einziges Schiff damit verbinden kannst. Ja, wäre doch cool, wenn du eine ganze Flotte losschicken kannst und die saugen dir dann das ganze Öl weg. Toll. Ich hatte mal jemanden, der hat mit mir Mehrspieler gespielt online und er hat sich einen Spaß daraus gemacht und wollte bei mir ein Schiff mit Öl versenken. Weil er dachte, es produziert einen fetten Ölteppich, aber das war nicht der Fall, Gott sei Dank. Das wäre aber auch eine ziemlich bösartige Nummer gewesen. Ja, da musst du, wenn dann schon eine richtige Ölplattform platt machen. Vor der Küste. Funktioniert das tatsächlich auch so? Wenn du eine Ölplattform, also ich weiß nicht, wie es ist, wenn du sie platt machst, aber du kannst sie ja einfach hinbauen und warten, bis sie kaputt geht. Ja, das stimmt. Ne, genauso kannst du aber auch von jemandem ein Atomkraftwerk kaputt schießen. Ja, weißt du, so kleine ja. Insel, gehen wir mal davon aus, ich würde jetzt bei deiner Eco-Insel mir da ein kleines Stück sichern.
was ich ja nicht kann, weil du ja alles ziemlich gut abgedeckt hast, weil du mich ja fernhalten willst, könnte ich da einfach ein Atomkraftwerk hinsetzen und dann das Depot in der Nähe abreißen, damit es halt nicht mehr in meinem Bauradius ist und dadurch Schaden nimmt, bis es kaputt geht. Ja, sowas würde dir gefallen. Ach, Quatsch. Was denkst du nur von mir? Dass du jetzt neidisch darauf bist, dass ich inzwischen schon drei Guardians in Auftrag habe, beziehungsweise einer steht. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Aber es war ja auch von vornherein klar, dass du besser bist als ich, insofern. Ja, das stimmt. Aber es ist doch eine wunderbare Aktion gewesen, eine Aktion aus unseren beiden Persönlichkeiten in diesem Spiel hier herbeizuführen. Ja. Können wir auch noch die ganzen Leute nerven. Yay. So, und ich vermute mal, du wirst dich heute um Schmuck kümmern. Ich werde schauen, ob ich das tue. Ich weiß es noch nicht. Jetzt gerade erstmal habe ich ein paar Baines Avenues gebaut. Ich finde die hässlich. Okay, es ist übertrieben, sind nicht hässlich, aber ich finde sie nicht so schön. Ich finde sie auch nicht hübsch. Aha. Aber es ist halt eine Tycoon-Stadt. Und die gehört halt mit Tycoon-Straßen gepflastert. Ich meine, in meinen Augen sollte alles hier mit Father-Promenaden vollgepflastert sein, weißt du? Aber auch nicht so toll. Das finde ich ja schön, wenn du die nebeneinander baust, dass sich da auch noch Deko-Elemente unterbringen. Ja, das ist ja bei all diesen Zierelementen, Straßen so. Ja, und ich finde es super. Und ich finde, da sieht halt die Father-Promenade richtig gut aus. Wir sogar schon Sachen anliefern lassen. Great income, interesting job. My life is perfect. Du bist enttäuscht von mir. Du bist enttäuscht von dir selbst. Declaration of war between neighbors registered. Ich habe nämlich nicht daran gedacht, dass ich hier schon längst die Diamanten für den Schmuck anliefern lassen habe auf der Stadt. Ja, auf der Insel. Tja, so kann's kommen. So, für mich ist jetzt die Frage, wo kriege ich Öl? Auf Gold. Auf keiner meiner Inseln gibt's Gold. Echt nicht? Auf keiner? Auf keiner. Natürlich Arschkater. Ich habe keinen Bock, das unter Wasser gewinnen zu müssen. So, jetzt habe ich hier eine Insel mit Gold gefunden. Und sie hat sogar einen Fluss. Ich weiß schon, was passieren muss. Du Kopf muss seine Insel räumen. Willst du das Türkopf räumen, ja? Dann kauf ihn doch einfach auf. Ja. Yeah. Und in der Zwischenzeit werde ich eine weitere Fleisch Produktion aufsetzen. Hatte ich dieses Item schon aktiviert auf der Arche, womit ich Aktien schneller kaufen kann? Ich meine, es haben wir beide schon aktiviert. Ja, hatte ich. Das stimmt. Na. Ein großer Freund von Father im, was ist das, im Weltrat? Ich glaube, ja. Der hat immer diese wunderbare Aktion, Forschungsgeschwindigkeiten zu verdoppeln. Gut, ich ignoriere den Weltrat immer. Es gibt da schon einige praktische Aktionen. Einige sind sehr praktisch. So, Carbon geht uns aus. Hey, was sind da? Ein Trenchcoat ist da. Schön, schön. Okay. Mir klar, dass du diese Insel haben möchtest. Aber genau aus dem Grund habe ich gesagt, von Sokov muss sehr bald in meinen Besitz übergehen.
Ja, Sokov. Sokov Transnational. Ich mag ihn irgendwie. Ende der Zeitgenosse. Geschäfte gewittert vor einiger Zeit. Wegen meines hohen Ölkonsums. Dumm nur, dass du selber halt viel Öl produzierst, ne? Bis jetzt, glaube ich, nur ein einziges Mal gestört. Seitdem hat er seine Gusche gehalten. Na, wenn das so ist. So. Gut, da muss ich mal schauen, dass hier wieder Beton angeliefert wird. Ja, Beton ist sogar auf Kaufen gestellt. Das ist sehr schön. Und da ich ja schon alle Shares meiner Hauptstadt habe, kann ich ja langsam mal anfangen, hier Shares zu kaufen. So, und dann machen wir das mal so und so. Und ich habe mich wieder verbaut. Ja, heute bin ich wirklich nicht so ganz bei der Sache. Henne, du bist so still. Was ist los? Ich bin erstens gerade ziemlich müde und zweitens habe ich gerade am Regler rumgespielt. Das Spiel kam mir gerade ein bisschen sehr leise vor. Achso, ich dachte schon an deinem persönlichen Regler, wenn du verstehst, was ich meine. Das war klar. War so klar. Ich bin halt ein primitives, perverses Stück. Dazu stehe ich aber auch. Ja, das hast du schon letztens irgendwo geschrieben. Ja. Ich kann mich entsinnen. Ist die immer noch nicht vorbei? Was soll denn das? Was, die Ölpest läuft immer noch? Ja, und ich habe nur noch 2 Tonnen Fisch im Lager. Ja, ist kacke, so eine Ölpest, ne? Hoff muss unbedingt draufgehen. Er ist hier zu nah an meiner Insel mit seinen Schiffen. Bei dir ist okay. Zäh. Ich habe ein Schiff namens die Northburg. Das Spiel hat sie so genannt. Na, Charakter. So, wie entwickelt sich das hier alles weiter? Läuft das alles ganz gut? Ja, scheint so. Ich glaube, damit könnten wir jetzt auch direkt anfangen, ein paar Juweliere hier hinzustellen. Müsste auf jeden Fall funktionieren. Und ich glaube sogar, wir haben genug unten. Wir müssten bloß mal die Steuerungsmodule hier wieder anstellen. Wie viele Executives hast du eigentlich? Momentchen. Kann man das hier sehen? Ja. 1000, genau. Genau 1000? 2000. Wollte schon sagen. Hast ja schließlich ein paar mehr Häuser als ich. Ja, die sind halt nur auch noch. Stimmt ja, ich habe ja Executives, das heißt, ich habe den Leuchtturm inzwischen freigeschaltet. Ändern wir mal die Lichtstimmung, bringen wir mal ein bisschen Farbe rein. Oh, falsche Farbe. Das sieht hässlich aus. Das sieht hübsch aus. Ach ja. Jetzt werde ich ihn auch das allererste Mal bauen. Danke, dass du mich erinnerst. Ich habe mir vor kurzem die, was war das, Collector's Edition oder was auch immer, die komplette Edition auf Steam geholt. Die es hieß ja nicht mehr holen konnte. Über den Uplay Shop oder Ingame Shop, wie auch immer. Ich habe das Spiel einfach nicht über Steam gehabt. Ja, Uplay ist ganz komisch. Was das Kaufen angeht. Ach, also probierst du gerade mit den Lichtstimmungen rum, ja? Ich probiere gerade mit den Lichtstimmungen herum und bin gerade auf Nacht gegangen und habe dann die unglücklichen Häusergesichter gesehen. Und das passt farblich einfach ganz, ganz schlimm zusammen. Tja, kann ja nicht alles super sein. Mag diese Nachtstimmung. Und ich kann Folgendes sagen, mit der, was war das, ARK 2071? Nee, 2170 Mod oder so? Ja, ARK 2170. Da gibt es so viele hübsche Zierelemente, was Lichter angeht. Du kannst ja diese Straßenlaternen bauen. Das ist Ewigkeiten her, dass ich das mal gespielt habe. Aber das hat mir gut gefallen. ARC kann ich mir auch vorstellen zu spielen tatsächlich. Ist halt nicht so wie IAM für Anno 1404. IAM kann ich halt nicht spielen, weil
Nein. Zu viele Assets mit einem anderen Grafikstil drin. Aber ARC sah tatsächlich sehr sympathisch aus. Auch allein schon die Idee, dass du auch später Computergegner noch nachträglich in das Spiel einladen kannst. Das ist super, ja, mir hat das auch gefallen. KIs, glaube ich. Es gibt neue KIs, die sie reingebaut haben, die zumindest etwas mehr an den normalen Spielstil erinnern. Zumindest ein bisschen. Hatte ich das zumindest in Erinnerung. Ein bisschen, ja. Und eine etwas schwere Kito. Und zwar Father. Ach, hey, Kito reicht mir doch schon. Dann war Father halt einfach Keto-ähnlich, und zwar der kam halt irgendwie nach gewisser Zeit halt, und hat aber statt Schiffen auch Drohnen und so weiter und Flugzeuge mitgebracht. War das. Na, ist eine schöne Einbindung von einem Story-Element, ne? Ist ja aus der Kampagne auch, dass Father ein bisschen Stress macht. Ja. Good Father. Diese blöden Windkraftwerke, die lohnt sich aber sowas von überhaupt nicht, wenn die so schon so nah zusammenstehen, wie sie es hier auf meiner Insel tun. Dann bauen sie nicht so nah zusammen. Ja, ich weiß. Ja, oder platzieren Item bei dir, dass du, dass die Radien senkt. Ich könnte langsam mal Forschung anfangen. Das sollte ich vielleicht tatsächlich mal machen. Ja, eigentlich aus in der Akademie. Die haben nichts zu tun. Und etwas Carbon heran. Ja, ich werde die Kohlekraftwerke aufrüsten. Ja. So tue er dies. Mal schauen. In Co-Power Station. Für bauen. Das braucht ja gar nichts außer Carbon. Tja, und ich habe gerade bei mir die Ökobilanz ein kleines bisschen runtergesetzt. Das mag meine Zuckerproduktion natürlich gar nicht. Die ist ja schließlich ein bisschen überempfindlich. Ja, das ist halt so eine Sache. Die Zuckerproduktion, obwohl es eigentlich ein Tycoon, also mit in der Tycoon-Kette eingebunden ist, ist halt immer noch ein Tech-Gebäude. Tja, und damit empfindlich. So, da ist auch wieder eine Krankheit bei dir ausgebrochen. Hey, du hast inzwischen deine Ölpest besiegt. Ich bin so glücklich. Oder? Nee, doch nicht. Nee, dafür sehen die Küsten noch, schon ziemlich noch. Sauber aus. Ich glaube, sie ist fast beseitigt. Ach ja, das Spiel ist ja auch inzwischen nicht mehr taufrisch, aber es sieht immer noch gut aus. Warning. Population health critical. Warning. Production. Okay. Das heißt jetzt, was mache ich? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, Pharmazeutika herzustellen. Oh nein, viel wichtiger wäre, glaube ich, jetzt mit der Eco-Produktion weiterzumachen. Oder fackeln gerade. Ja, das werde ich mal machen. Und zwar muss ich erstmal Holz bauen. Na, Holz ist ja easy. Ja, das stimmt. Haben es die Egos auf jeden Fall leichter als die Tycoons mit der Tech 3 Ware. Mit dem Tech 3 Baumaterial. Ja, aber tatsächlich breitet sich Feuer nicht mehr so hart aus wie in 1404. Das ist total schrecklich. Das finde ich sehr, sehr schade, ehrlich gesagt. Weil für mich gehört es immer dazu, weil du immer das Risiko hast, dass bei ein Feuer, wenn du es nicht kontrollierst, halt deine ganze Stadt niederbrennt. Nein, ich fand das toll. Und jetzt halt eher nicht mehr so. Naja. Ja, wir können die Stadt noch weiter ausbauen. Also da bin ich tatsächlich sehr ernüchtert. Ja, jetzt hat sich wohl auch kalt erwischt. Dieser schrecklichen Horrornachricht. Ja, natürlich. Bin aus. In der Neuzeit.
So. Ich denke, wir produzieren ganz gut Steuerungsmodule und brauchen aber definitiv noch ein Kohlekraftwerk. Du und deine verdammten Steuerungsmodule. Es grenzt schon an Wahnsinn, ich weiß. Aber was auch an Wahnsinn grenzt, ist... Nee, das ist okay. All clear. Oh, ein neues Schiff. Toll. So, jetzt hast du aber deine Ölpest komplett im Griff. Das wurde auch langsam mal Zeit. In der Tat. Oh, hier ein Fisch. Ah, okay. Also hier kann man schon mal schön sehen an meiner Stadt, dass sich die Krankheit doch etwas ausbreitet. Aber jetzt auch nicht grauenvoll. Ja, einfach mal so stehen lassen. Gehofft hatte. Lassen und gucken, was passiert. Ich denke, die Häuser, die jetzt da stehen, werden alle absteigen mit der Zeit. Ehe alle abgestiegen sind, wird das erste wieder aufgestiegen sein. Vermute ich mal. So ein... Ja, aber so, dass etwas wie die spanische Grippe ausbricht, geht hier ja offenbar gar nicht mehr. Das sehe ich halt auch so. Und das ist etwas schade. Ja, da bin ich wirklich sehr enttäuscht von. Und weißt du, was ich auch so vermisse? Den Meteoreinschlag aus Anno 1701. Toll! Der war richtig gut. Der ist ja durch das Addon hinzugekommen und das hat mir einfach so gut gefallen. Es sah gut aus. Und ja, war halt auch relativ vernichtend. War spektakulär. Oh, ich glaube, wir können die hier schon mal starten. Darüber können wir uns dann später kümmern. So, hier haben wir jetzt noch mehr Kerosin, das wir rüberbringen. Das ist ein interessanter Approach, den du hier genommen hast. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Baumfabriken mit erhöhter erhöhter Produktivität auch schneller Bäume pflanzen oder nicht. Ich halte es für äußerst unwahrscheinlich. Ich meine, immerhin wird die Produktivität von diesen Teilen dort angezeigt, richtig? Wie gesagt, ich halte es einfach nur für unwahrscheinlich. So, und um den ganzen mal kurz auszuhelfen. Geld haben wir ja. Ich denke, die sollten ausreichen, die wir jetzt da hingepackt haben, die 8 Stück. Na gut. Wird das wohl auf die nächste Episode warten müssen? Du lachst gerade so grenzdebil. Was ist los? Ich habe gerade extra einen Modulslot freigelassen, damit ich meinen Wächter hinbauen kann auf der Ecke-Insel. Und rate mal, was ich aus Versehen gerade angeklickt habe. Du hast aus Versehen ein Steuerungsmodul drin aktiviert. Ah, jetzt muss ich eine halbe Stunde warten. Naja. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ja, auch. Noch ist ja die Ökobilanz da in einem ganz akzeptablen Bereich. Apropos, ich muss mal wieder so Kopf an. Ab. In 9 Sekunden, das habe ich doch gut getimt. Share kaufen. Scheiße, ich muss ja jetzt langsam anfangen mit Diamanten. Habe ich ja glatt vergessen. So. Na, was meinst du, wird er mir den Krieg erklären, sobald ich die Insel übernommen habe? Ich halte es für relativ wahrscheinlich, ja. Würde ich mich dafür rüsten? Er hat doch gar keine Schiffe. Moment. Oh, Sokov will mir den Krieg erklären, wenn ich nicht mindestens 5000 bezahle. Ach, Felix. Wieso verlangt er es von mir? Was habe ich ihm jemals getan? Lass mich raten, du hast das getriggert? Dein Ölkonsum ist dir nicht hoch genug. Ich bin sehr sicher, dass es im Programm einfach heißt, die Konsequenz ist, wenn seine Insel aufgekauft wird, dass du ihm, dass der Spieler ihm Geld bezahlen muss, damit er vom Krieg absieht. So, und im Multiplayer registriert er nicht mehr, welcher Spieler. Ja, das könnte durchaus sein, ne? Das ist sehr, sehr traurig. Ich leid, aber immerhin. Ich
kann mich entsinnen, dass wir relativ am Anfang auch noch mal mit Hector was zu tun hatten. Ich weiß, ich weiß. Also ich fand die Nummer von Hector ja klasse. Das wundert mich jetzt kein bisschen, ehrlich gesagt. Was unterstellst du mir nur immer für eine gewisse Biestigkeit? Ich liege doch recht. Das tut jetzt mal da nicht zur Sache, ja? Es geht jetzt nur um den Fakt, dass du mir das unterstellst. Ich muss sagen, ich bin sehr abgelenkt in der letzten und der jetzigen Folge. Ich guck wirr hin und her und mach nichts. Ja, so ähnlich spiele ich ja immer. Gut, also ich brauche 6 Diamantanlagen. 3 habe ich schon. Doch so viele. Nicht schlecht. Du hast ja keine. Du weißt doch, wie viel du produzieren musst, um deine Tycoon zufriedenzustellen. Nö, es reicht schon so, wie ich es mache. Ich habe 2 gebaut. Steuerungsmodule. Also ich muss sagen, die sind wirklich überhaupt nicht gebalanced, die Teile. Da hat sich irgendjemand was nicht ganz bis zu Ende gedacht, ja. Also das ja, weil du sie halt stacken kannst. Das ist halt... Deswegen, das ist so ein Feature, es könnte von mir kommen. Und das meine ich nicht positiv, weil ich bin ein beschissener Balancer. Hauptsache, es macht einen guten ersten Eindruck. So, jetzt muss ich mal gucken, was brauchen wir denn überhaupt für die Produktion von Pharmazeutika, außer SE-Metalle? Naja, du brauchst Fett. Fett, ja, das waren ja diese wunderhübschen Teile, die so viel Stahl kosten. Und Algen brauchst du. Ich erinnere mich, was kann man hier abbauen? Das klingt doch wunderbar, wenn wir die Insel hier mal einnehmen. Ein wunderhübsches Ding hier. Ja, so ein Geothermalspot. Glaube ich, weiß es machen. Wir bauen mal noch einen Trimaran. So, die Uhrzeit sagt, wir haben noch 3 Minuten. Ja, ich würde sagen, diesmal halten wir uns auch an die Uhrzeit, damit wir auch noch die andere Aufnahme rechtzeitig machen können, bevor wir Supreme Commander spielen mit den anderen. Martin richtig, hat nämlich auch schon reingekriegt, dass er mitmachen würde. Allerdings muss ich sagen, ich muss dann mal eine kurze Zeit weg jetzt nach der Folge. Was musst du denn tun? Ich muss mich um einige Sachen im Haushalt kümmern. Okay, dann würde ich vorschlagen, dann lassen wir es mit der dritten Folge für heute und nehmen in der Woche, spätestens am Wochenende dann wieder auf. Ah, das klingt doch gut. Ja? Ich habe sicherlich auch unter der Woche noch irgendwann abends Zeit. Ja, ich muss schauen, wie ich Zeit habe, weißt du? Das ist doch bei mir arbeitstechnisch immer alles ein bisschen schwierig. Ich habe doch immer so viele Verpflichtungen. Ja, das ist doch gut. Und das betone ich jetzt so bewusst so, damit ich mich wichtiger nehmen kann, als ich tatsächlich bin. Ach, Felix. Ja, im Übrigen muss ich sagen... Ja? Brechen, aber ich muss sagen, ich fühle mich schon viel wohler mit dieser wunderbaren Morgenstimmung. Warte, ist es abends oder morgens nicht? Es ist abends. Also bei mir ist es jetzt abends im Spiel. Ich muss zugeben, ich kann gerade... Ich bin mir gerade... Nein. Oder ist es Sonnenaufgang? Ja. Also ich habe Dusk eingestellt. Ist Dusk nicht eigentlich... Ist Dusk nicht eigentlich Abend? Nein, Dawn ist eigentlich Aufgang. Genau, Dusk ist der Untergang. Und dementsprechend, ich habe Dusk eingestellt und ich finde, es sieht sehr hübsch aus, abends. Der Morgen ist mir einfach zu grün, stichig, sage ich jetzt mal. Finde ich visuell gar nicht schön gelöst. Meine Augen. Ah, ich habe wieder auf normal umgestellt. Ja, das ist ein Unterschied, den merkt man, ne? Doch, jetzt, meine Augen sind geöffnet. Okay, hier kriege ich keine weitere Diamantenanlage hingepresst. Wo war ich jetzt stehen geblieben?
Keine Ahnung, du hast davon erzählt, dass du dich gerne ablenken lässt und dass du noch Sachen im Haushalt machen musst. Das mache ich aber erst nach der Folge. Ja, ich wollte doch so Koffer aufkaufen und das kann ich auch in ungefähr 1:12. Plan und Geld habe ich auch genug, um mir Hilfsflotten zu kaufen. Muss ich mich nicht mal um die eigene Produktion kümmern. Mensch, das ist aber schön. So, gut, ich habe jetzt hier meine 6 Diamantanlagen. Da ich immer ein Fan davon bin, leichte Überproduktion zu haben, baue ich hier noch eine 7. Registering Energy Shortage. Energiemangel, ja, hier steckt den Energiemangel in den synthetischen Hintern, Eve. Ja, bei dir sieht es immer so schön ordentlich aus. Also gerade die Diamantanlagen habe ich kreuz und quer gebaut, also ich weiß nicht, was du meinst. Selbst die sehen noch ordentlicher aus als meine. Würde ich jetzt mal so behaupten. Das ist traurig. Aber es passt dafür mehr rauf. Auch nur unwesentlich mehr. So, gut. Dann kann ich dann hier oben langsam anfangen. Beziehungsweise, welche Insel wird denn meine Goldinsel? Die du übernommen hast? Ich habe ja zwei geholt. Hast du das? Unglaublich. Ja, ich bin dreist, ne? Jetzt muss ich mir echt was überlegen. Ah gut, dann würde ich sagen, ist jetzt auch bei mir Screenshot für Thumbnail-Zeit. Habe ich in dieser Folge gemacht? Ehrlich gesagt gar nichts. Doch, die Eco-Stadt. Die Ökos. So. Nehmen hier in der Abenddämmerung. Print Screen. So, und ich bin damit dann jetzt auch durch. Ne, Henne, du hast ja für auch nichts weiter dieser Episode zu tun, wenn ich mich irre. Richtig. Ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, ihr wisst, was das bedeutet. Like, Comment, abonnieren. Beide Kanäle. Punkt. So, ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Ne? Wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.